Hallo liebe Freunde, heute war der Facebook-Prozess, den haben wir hier aus Würzburg erlebt als Videokonferenz und unsere Mandantin Renate Künast war hier, genauso HateAid und drei Anwälte von unserer Kanzlei, von Facebook waren zwei Anwälte ebenfalls per Videokonferenz zugeschaltet, Schülerpraktikanten im Gerichtssaal und die Kammer im Sitzungssaal. Die Frage ist, wie ging es aus? Nun, wir haben kein Urteil, aber wir haben eine Einschätzung bekommen durch die rechtlichen Ausführungen des Gerichts, wohin die Reise gehen könnte. Und das ist durchaus interessant. Die Vorsitzende Richterin teilte also mit, dass nach ihrer Auffassung der Europäische Gerichtshof keinen Verstoß gegen Europarecht sieht, wenn eine Plattform verpflichtet wird, ähnliche Inhalte auch zu entfernen, plattformweit zu entfernen. Im Glawischnik-Urteil, was aus Österreich an den EuGH herangetragen worden war, ging es um die Frage, ob auch eine internationale Löschung möglich sei. Und die Richterin hat richtig festgestellt, der EuGH hat nicht gesagt, dass man das tun muss, sondern nur, dass es möglich ist und nicht gegen Europarecht verstößt, wenn die nationale Rechtsordnung das vorsieht. Punkt 1. Dann ist aber die Frage, was sieht denn die deutsche Rechtsordnung vor? Und da war es eben interessant zu erfahren, wie sieht das Landgericht Frankfurt, die dortige Pressekammer, das deutsche Recht? Und da zitiert die Vorsitzende dann die BGH-Rechtsprechung und sagt, für den Umfang einer Pflicht zur Ermittlung, welche rechtswidrigen Inhalte vorhanden sind, kommt es auf die Zumutbarkeit in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht an. Und da wurde Beweis erhoben, beziehungsweise wir haben ein Gutachten vorgelegt, Facebook hat einen Zeugenbeweis vorgelegt, da waren wir aber eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn was wir wissen ist, dass derzeit natürlich ähnliche und identische Bilder durch Algorithmen identifiziert werden können, aber es kann eben passieren, dass ein Bild, was unterschiedlich ist, sich nur geringfügig unterscheidet, zum Beispiel dadurch, dass es durchgestrichen ist oder dass ein Stempel drauf ist, Fake, ähnlich aussieht, aber trotzdem einen eigenen unterschiedlichen Inhalt hat. Und da sagt jetzt Facebook, das kann die Maschine nicht selbstständig zuverlässig unterscheiden. Und an der Stelle sagen wir, da hat Facebook recht. In der Tat, es gibt Abweichungen, die können nicht mehr Algorithmen selbstständig beurteilen, um zu einer zuverlässigen Entscheidung zu kommen. Und hier gehen jetzt die Positionen auseinander, weil Facebook vertritt offenbar die Auffassung, dass nur die Anwendung von künstlicher Intelligenz zumutbar ist und alles andere, also jede redaktionelle oder juristische Betrachtung, sei für Facebook unzumutbar, weil es dem Geschäftsmodell widerspreche. Und da hat sich der Kollege vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, als er sagte, es sei unzumutbar, weil es eben so viele Rechtsverletzungen gibt, weil es ja noch andere Persönlichkeitsverletzungen gab als nur die von Renate Künast. So nach dem Motto, wo kommen wir denn dahin? Und das ist genau die entscheidende Frage. Wo kommen wir hin, wenn nicht nur Renate Künast, sondern jeder, der im Netz bedroht, beleidigt oder verleumdet wird, von Facebook verlangt, dass diese Inhalte entfernt werden? Dann käme auf Facebook tatsächlich ein wenig mehr Arbeit dazu. Facebook könnte also gezwungen werden, im Rahmen des Geschäftsmodells Menschen einzustellen, die solche Sachen bewerten. Da sagte Renate Künast, dazu seid ihr jetzt schon verpflichtet, nach dem NetzDG rechtliche Bewertungen vorzunehmen. Und Facebook hatte sich recht zurückgehalten bei der Frage, warum das unzulässig sein soll. Denn der Maßstab des Bundesgerichtshofes ist, dass die Zumutbarkeit so lange gegeben ist, bis das Geschäftsmodell in Gefahr ist. Und wann ist ein Geschäftsmodell in Gefahr? Na, zum Beispiel, wenn die Kosten, die für eine solche Überprüfung notwendig wären, dazu führen würde, dass das Unternehmen keinen Gewinn mehr machen würde. Da kann man durchaus drüber nachdenken, dass ein kleiner Sharehoster, der für ein paar Cent im Monat Speicherplatz zur Verfügung steht, dass es dem vielleicht nicht zumutbar ist, sämtliche Inhalte zu sichten und zu kontrollieren. Könnte man drüber nachdenken. Allerdings bei einem sozialen Netzwerk oder bei einer Arztbewertungsplattform, ich bringe dieses Beispiel mal deswegen, weil der Bundesgericht so oft schon über Yameda entschieden hatte, da hatte der Bundesgerichtshof überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Aufwendungen, die Kosten für Yameda zumutbar sind, um zu ermitteln, ob der Patient tatsächlich dort bei diesem Arzt war, welche Plakate im Wartezimmer hängen und ob irgendwelche Nachweise, Belege im Einzelfall vorgelegt werden können. Das ist ganz schön aufwendig, aber das ist eben der Preis, den man bezahlen muss als Yameda, um eine Arztbewertungsplattform zu betreiben. Und es ist schwer vorstellbar, dass man sagen würde, es wäre für Facebook nicht zumutbar, ein paar Millionen
Euro auszugeben, wenn man zweistellige Milliardenjahresgewinne einfährt, also wenn man genug Überschuss hat, um auch einen intensiveren, intensivere Kundenbetreuung oder Opferbetreuung vorzunehmen. Wenn es also dabei bleibt, dass tatsächlich die wirtschaftliche Zumutbarkeit entscheidend sein wird für diesen Rechtsstreit und Facebook nach wie vor nicht substantiiert dazu vorträgt, worin die Unzumutbarkeit liegen könnte, dann glaube ich, dass diese Kammer wohl Facebook dazu verurteilen wird, nicht nur das eine gemeldete Bild unter der jeweiligen URL zu entfernen, sondern alle identischen und wohl auch sinngleichen Bilder. Bemerkenswert war auch, dass die Vorsitzende auch in die Terminologie schon eingestiegen ist, denn wir hatten sinngleich als Begriff verwendet, auch für unseren Antrag, weil das der Begriff war, der in der EuGH-Entscheidung verwendet wurde. Und das lag daran, weil die auf österreichischem Recht bzw. im österreichischen Fall basierte. Sie wollte den Begriff der Kerngleichheit anwenden. Den kennen wir natürlich auch. Der kommt aus dem Urheber- und Wettbewerbsrecht. Und wenn die Richterin an dieser Stelle sagt, sie möchten die Kriterien der Kerngleichheit hierfür anwenden, dann ist das bemerkenswert, weil wir immer wieder eigentlich versuchen, Anleihen im Wettbewerbsrecht, im Urheberrecht zu nehmen, weil wir der Meinung sind, dass Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte viel besser geschützt sind als Persönlichkeitsrechte. Also würde man alle Maßstäbe, alle Kriterien aus dem Wettbewerbsrecht einfach eins zu eins auf Persönlichkeitsrecht übertragen, dann hätten wir dieses Problem nicht. Dann wäre es längst selbstverständlich, dass eine Verletzungshandlung auch einen Unterlassungsanspruch für kerngleiche Verletzungshandlungen umfasst. Und das mag jetzt manchen Leuten absurd erscheinen, warum wir darüber überhaupt streiten müssen, aber das Problem war, dass das bisher nicht Stand der Rechtsprechung war. Bisher hatte man, und das war für uns in den letzten Jahren auch immer schwer zu verstehen, unterschieden. Urheberrecht wird gut und umfassend geschützt, vielleicht auch, weil da wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, wohingegen Menschenwürde, allgemeines Persönlichkeitsrecht, relativ schlecht geschützt war. Und diesen Unterschied gilt es jetzt aufzuheben und da sind wir wirklich ganz guter Dinge. Was Renate Künast an dem Fall oder auch an den Äußerungen des Gerichts gefallen hatte, war, dass ganz früh im Sachvortrag die Vorsitzende betont hatte, dass es für Politikerinnen und Politiker das entscheidende Kapital ist, richtig zitiert zu werden. Da geht es also um die Frage, wie wichtig ist diese Verletzungshandlung? Und dazu hatte sich unsere Mandantin auch ausführlich geäußert, was es für sie bedeutet, mit falschen Zitaten konfrontiert zu werden oder ständig falsch zitiert zu werden, dass Menschen ihr falsche Zitate unterschieben, dass sie also, wie in diesem Fall, behaupten, sie hätte gesagt, man müsste als Deutscher erstmal Türkisch lernen, was sie so nie gesagt hatte. Und die Richterin sagte, die Kammer ist kleinlich, was Zitate betrifft, was falsche Zitate betrifft. Also wenn jemand falsch zitiert wird, dann löst das Rechtsverletzungen aus. Und daran hatten wir auch schon ein wenig erkennen können, dass die Kammer zumindest dazu tendiert, hier eine Rechtsverletzung anzunehmen. Wo genau die Grenze der Zumutbarkeit in technisch und wirtschaftlicher Hinsicht angesehen wird, das wissen wir nicht. Das erfahren wir dann Ende März. Da ist ein Verkündungstermin angesetzt. Ein Verkündungstermin kann ein Urteil sein, kann aber auch ein Beweisbeschluss sein, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte noch die irischen Zeugen hören von der beklagten Seite, die uns etwas über Hash-Verfahren sagen oder unseren Gutachter, den wir beauftragt hatten und der ebenfalls erklärt hat, was der aktuelle Stand der Technik ist, welche Hash-Verfahren es gibt. Einen kleinen Unterschied gab es an der Stelle zum Perceptual Hashing, also dass ein Hash nicht dann untauglich wird, wenn ein Bild ein wenig verändert wird. Dass es tatsächlich Algorithmen gibt, die ein leicht verändertes, bildbearbeitetes, komprimiertes Bild, wo die Bitmap-Daten sich zwar verändern, aber das Erscheinungsbild ähnlich ist, trotzdem den gleichen Hashwert liefern kann. Also dass es solche Möglichkeiten tatsächlich gibt. Aber am Ende des Tages ist unstreitig, dass es Veränderungen gibt, die zu einer Abweichung führen, wo also die Maschine ausspuckt, das Bild ist zwar ähnlich, deswegen zeige ich es dir, aber es ist nicht identisch und deswegen muss es ein Mensch beurteilen, um zu gucken, was steht da drauf. Bei dem Beispiel, um das es hier geht, war es besonders einfach, weil der Text mit einer OCR, Optical Character Recognition, leicht ermittelt werden kann. Das heißt, man kann ja lesen, was auf dem Meme draufsteht, ob da das Gleiche draufsteht oder eine Distanzierung oder ob da Fake draufsteht. Deswegen wurde dieses Verfahren auch ausgewählt. Wir haben ganz bewusst jetzt nicht einen Fall gewählt, nicht wir, sondern HateAid hat diesen Fall ja ausgewählt, wo es nicht um eine Abwägung zur Meinungsfreiheit geht. An der Stelle vielleicht nochmal zur Erinnerung, in Deutschland gilt die Meinungsfreiheit, das wissen alle. Aber was manche Leute vergessen an der Stelle ist,
In Deutschland ist nicht jede Äußerung geschützt, sondern eine Tatsachenbehauptung ist keine Meinungsäußerung. Das heißt, wenn ich jemand ein falsches Zitat unterschiebe, dann ist das rechtswidrig, wenn dieses Zitat geeignet ist, ihn herabzuwürdigen. Und da hat das Gericht eben klar gemacht, für Politiker ist es wichtig, richtig zitiert zu werden, und zwar präzise richtig zitiert zu werden, weil ihre Glaubwürdigkeit davon eben auch abhängt. Und da kann sich keiner auf Meinungsäußerung berufen, wenn er falsche Tatsachen verbreitet. Ein Punkt, über den wir auch diskutiert oder gestritten hatten, war, ob eine Tatsachenbehauptung dadurch annulliert, neutralisiert wird, wenn jemand anders, zum Beispiel korrektiv, einen Artikel drunter postet oder sogar ein Filter drüber gelegt wird, wo Facebook darauf hinweist, dass Faktenchecker dieses Bild für falsch erachtet haben. Und wir sind der Auffassung, und das ergibt sich eigentlich auch aus dem Gesetz, dass eine falsche Tatsachenbehauptung, also eine üble Nachrede oder Verleumdung, nicht dadurch entschuldigt wird oder neutralisiert wird, weil sie berichtigt wird. Es ist trotzdem eine falsche Tatsachenbehauptung, die verbreitet, und wir haben darauf hingewiesen, dass ja der 186 StGB nicht auf das Zueigenmachen wie bei einer Beleidigung abstellt, sondern auch auf die Verbreitung. Selbst die falsche Tatsachenbehauptung, die ich verbreite, sogar mit dem Hinweis, könnte ein Gerücht sein oder vielleicht stimmt das nicht, ist eine Straftat nach deutschem Recht, weil wir uns entschieden haben, in Deutschland die Persönlichkeitsrechte besser zu schützen als jegliche Äußerungsfreiheit. Und das unterscheidet uns von Amerika, wo es ja die Freedom of Speech gibt. Nicht Freedom of Opinion, sondern die Amerikaner sagen Freedom of Speech in ihrem First Amendment, die also jede Äußerung, auch Pornografie als Ausdrucksform zunächst einmal schützen. Das ist eine andere Entscheidung. So funktionieren manche Verfassungen. Wir haben uns in Deutschland und in vielen anderen Staaten, Ländern, westlichen Demokratien dafür entschieden, nur die Meinung zu schützen. Das bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich. Abgrenzung zwischen Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung. Da tun wir uns gerade heutzutage schwer, weil wir gerade durch die internationalen sozialen Medien immer wieder in Berührung kommen mit anderen Rechts- und Werteäußerungen. Deshalb betone ich das an dieser Stelle nochmal, dass wir in Deutschland eben Artikel 5 Meinungsfreiheit umfasst eben nicht die falsche Tatsachenbehauptung. Wenn ich in Bezug auf jemand anders etwas Falsches behaupte, kann ich mich nicht aufs Grundgesetz berufen. Und eine falsche Tatsachenbehauptung ist trotzdem noch falsch, selbst wenn man drunter geschrieben hat, aber stimmt ja nicht. Denn die Wirkung ist trotzdem schädlich, selbst wenn eine Korrektur drunter steht, denn nicht jeder Leser nimmt diese Korrektur ernst. Manche Leute sagen, auch korrektiv, den glaube ich auch nicht, die gehören ja auch nur zu dieser Systempresse. Wenn das hier gepostet wird, da wird schon irgendwas dran sein. Deswegen ist die einzige richtige Lösung, dass solche Inhalte entfernt werden. Wir haben in unserem Antrag aber eine Differenzierung vorgenommen. Wenn der Verbreiter, also derjenige, der es postet, selbst dazu sagt, übrigens, es gibt hier diese Falschnachricht, dann ist das zulässig. Und der Unterschied dazu ist folgendes. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, so wie jetzt hier, über Frau Künast kursiert die Behauptung, sie habe jenes gesagt. Und das ist ein falsches Zitat. Dann ist das nicht so schädlich, als wenn ich etwas behaupte und jemand anders korrigiert mich. Denn da habe ich Aussage gegen Aussage, zwei Positionen, und die eine Aussage steht erst einmal da als eine Tatsachenbehauptung. Und deswegen ist es wichtig, diese beiden Fälle voneinander zu unterscheiden. Und es ist eben auch wichtig, dass wir die Meinungsfreiheit und in dem Fall auch Äußerungsfreiheit schützen, sodass die Sachen, die legal sind, auch tatsächlich nicht entfernt werden. Denn wir wollen nicht von Facebook, dass sie zu viel löschen. Das ist nämlich genau der Vorwurf. Wenn wir zu viel Druck ausüben oder von Facebook Dinge verlangen, die es Facebook leichter machen würden, einfach Tabula Rasa zu machen, viele Sachen zu entfernen, dann tun wir wahrscheinlich der Sache auch einen Bärendienst. Wir wollen von Facebook die richtigen Entscheidungen. Wir wollen, dass Facebook den Aufwand auf sich nimmt, die Sachen zu überprüfen und richtige Entscheidungen zu treffen und nicht zum Beispiel die Korrekturbeiträge zu entfernen, die Berichterstattung zum Beispiel über diesen Prozess. Man könnte ja auf die Idee kommen, in diesem Prozess wird dieses Bild auch zum Gegenstand und dann wird es auf Facebook auch entfernt. Das darf es eben nicht sein. Und deswegen begrenzen wir unsere Anträge genau darauf, dass eben aufklärende Beiträge nicht entfernt werden sollen. Da gibt es Möglichkeiten für User, gegen falsche Löschungen vorzugehen, Löschungen, die nicht gegen Rechte verstoßen. Es gibt Unschärfen. Es passiert, dass Sachen, die rechtswidrig sind, stehen bleiben. Es passiert, dass Sachen gelöscht werden, obwohl sie nicht rechtswidrig sind. Und dafür muss es immer ein Rechtsschutzmittel geben. Aber das führt ja natürlich zu weit. Das ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Aber wir müssen auf beide Sachen Acht geben, dass wir nicht an der einen Seite oder der anderen Sache rausfallen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann.